Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir malen heute eine kleine Szenerie mit einem Drachen, eine Art Pavillon auf einem Felsen und ja, wir sehen, wie das Ganze dann auch noch weiter verläuft. Ich habe das Ganze mit Bleistift vorskizziert, einfach um ein bisschen eine Ahnung zu haben. Ich habe diesmal das Bild geplant. Ihr kennt das eh von meinen Videos, das ist ja teils, teils der Fall und ich habe in letzter Zeit eigentlich die Bilder gar nicht geplant und wollte heute auch ein bisschen so den Unterschied zeigen. Vielleicht sieht man auch ein bisschen einen, was passieren kann, wenn man das dann doch ein bisschen strukturiert. Ich habe nur den Kopf vom Drachen platziert, mir ungefähr überlegt, wie groß das Ganze wird und das Häuschen platziert und beginne jetzt mit Acrylfarbe zu malen. Ich weiche auch hier diesmal ab vom üblichen Ablauf, dass ich normalerweise den Hintergrund vorher male und beginne eigentlich gleich mit dem Hauptmotiv, dem Drachen. Und habe da einfach schwarze Acrylfarbe genommen und mir mal hier diese quasi Outlines nachgezogen. Und so grob. Ja, das ist ein komplett anderer, also ein ganz anderer Ablauf, den ich normalerweise einfach mache. Aber ja, ich finde es ganz gut, wenn ich euch auch zeige, dass ich auch anders arbeite, auch den Unterschied. Wir können auch darüber quatschen. Ja. So, für jeden, der jetzt sieht, dass das ganze Video über eine Stunde geht, den kann ich beruhigen, wenn euch das schockiert. Es gibt die Speedpaint-Fassung, die dauert, glaube ich, 8 Minuten. Bereits hier auf dem Kanal könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist dann die Zusammenfassung. Wer mit mir plaudern möchte, mir zuhören möchte, den lade ich in diesem Video herzlich dazu ein und freue mich, wenn du mich begleiten möchtest. Ja, ich habe jetzt hier mal mit Dunkelbraun quasi eine Grundierung beim Drachen drunter gelegt, bin mit einem Magenta drüber gegangen und habe mich so langsam an die Farbe herangetastet. Was ich sehr interessant finde, ich wollte diesmal mehrere Farben übereinander legen und abwarten, was passiert. Ich hatte keine riesen Vorstellung, ob ich jetzt einen violetten, einen roten Drachen unbedingt haben möchte, sondern ich wollte einfach eine vielschichtige Malstruktur. Und ich finde beim Endergebnis, man kann schon sagen, dass mir das, denke ich, bis sie gelungen ist. Das heißt, ich habe mir jetzt hier das wirklich sehr chaotisch ein bisschen zurechtgepinselt und da noch nicht wirklich gewusst, auf was es hinauslaufen wird. Habe mir hier mit Schwarz eben immer wieder die Schatten da nachgezogen, also mit kleinen Linien, die ein bisschen verblendet mit einem feuchten Pinsel. Das funktioniert bei Acrylfarbe sehr gut. Und mir so einfach auch meine Konturen ein bisschen modelliert von dem Drachen. Der ist dann auch ein bisschen anders als die Skizze geworden. Man sieht, ich habe da eigentlich im unteren Bereich, also unter dem Maul, mir dann noch was überlegt, das echsenartiger zu gestalten, hab das aber dann auch verworfen. Ich bin dann mit so einem richtigen Kaminrot noch drüber gegangen. Das heißt, wir haben die Schichten dunkelbraun, magenta, Kaminrot. Dann habe ich ein bisschen ein. Ja, fast eigentlich schon zitronengelb darüber gearbeitet und mit weiß noch ein paar Highlights nachgezogen. Ja, also das waren so die Farbschichten übereinander, mit denen ich generell den Drachen ausgearbeitet habe. Genau, ja, soweit auf jeden Fall mal dazu. Das heißt, farblich, wenn ihr das Ganze nachmalt, könnt ihr das Ganze natürlich mit einem ganz anderen Farbspektrum machen, wie es euch gefällt. Ihr könnt einen blauen Drachen machen oder in Grautönen, wie auch immer. Ich gehe sehr gerne nach dem Schema vor, wie ich von mir selber beobachtet habe, dass ich Schwarz und Weiß nehme für Schatten und für Highlights. Ich weiß, dass das nicht unter jedem Künstler die beliebteste Taktik ist. Ich nutze es wahnsinnig gern bei Acrylfarbe, ist einfach so. Und dann suche ich mir zwei, drei Farben aus, die quasi so dieses Mittelspektrum dann von der Palette für eine Figur darstellen. Das ist einfach die häufigste Variante. Nicht, dass ich das jetzt wirklich ganz hartnäckig immer durchziehe und sage, ich bin da komplett unflexibel, das nicht. Aber so mache ich das einfach gerne.
So, und das heißt, ich habe die Flächen erstmal gerne gefüllt, meistens mit Dunkelbraun, außer bei der Augenpartie bin ich da ein bisschen davon abgewichen. Dann mit dem Magenta drüber gegangen, mit dem Schwarz wirklich die stärksten Schatten noch rausgearbeitet, mit dem Kaminrot dann die helleren Stellen und ja, je nachdem, wie hell das Ganze werden sollte oder mit welchen Details, habe ich dann eben noch mit Gelb und mit Weiß nachgeholfen. Genau. Das Auge, auch da habe ich mich ein bisschen herangetastet, deswegen ist es zuerst ein großer schwarzer Fleck geworden. Gerade wenn man Acrylfarbe deckend verwendet, ist ja das Schöne, dass ich da einfach nochmal drüber gehen kann. Allerdings gerade das heutige Motiv mit dem Ablauf, wie ich das heute gestalte, ist mit vielen Medien möglich. Das könnt ihr sowieso mit Gouache oder mit Ölfarbe ohnehin genauso machen, weil das auch deckend verwendet wird. Ihr könnt aber das ganze Bild im Grunde auch relativ gut mit Aquarellfarbe umsetzen, dadurch, dass wir heute nicht mit dem Hintergrund beginnen, sondern uns eigentlich von vorne, also vom vorderen Bereich des Bildes, zum Hintergrund vorarbeiten. Das heißt, mit ein paar Ausnahmen, wo man ein bisschen umdenken muss, könnte man das auch mit Aquarellfarben machen. Ja. Ja, ist natürlich eine komplett andere Optik. Ich habe mal gesehen von einem Künstler, das fand ich sehr spannend, ein Motiv. Das hat er mit verschiedenen Medien gemalt. Ich glaube, er hat das gemacht mit Aquarell, mit Öl, mit Buntstiften und nur schwarz-weiß mit Graphit gezeichnet. Und ich fand das extrem interessant, also wirklich genau dasselbe Motiv. Ich weiß gar nicht, ob ich das Motiv wirklich eins zu eins viermal gleich hinbekommen würde. Und das war irrsinnig schön zu sehen, wie ein anderes Medium komplett anders wirken kann. Also die ganze Szenerie sich eigentlich verändert, obwohl es eins zu eins dasselbe Motiv ist, sieht das mit den verschiedenen Medien einfach ganz anders aus. Sollte einem halt ein bisschen bewusst sein, dass wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mit Aquarell lieber malen als mit Acrylfarben, es wird am Ende einfach komplett anders wirken. Ja, nicht zwingend schlechter, besser oder so, sondern ich finde einfach anders. Ja, so, soweit auf jeden Fall so gut. So habe ich mir den Kopf des Drachen erarbeitet. Ich habe die meiste Zeit eigentlich auch mit dem Kopf verbracht. Das lag an zwei Dingen. Erstens finde ich, dass es auch der schwierigste Part bei dem ganzen Bild ist, um das lebendig wirken zu lassen, annähernd lebendig. Und der zweite Punkt ist, weil ich mir da einfach auch, was die Farben etc. Angeht, einfach nicht sicher war. Ja. Gerade Augen finde ich wahnsinnig wichtig. Die können da einfach wirklich entscheiden, wie viel Leben ihr in ein Bild einhauchen könnt und wie viel nicht. Ja, wie gesagt, mit Weiß bin ich einfach gerne drüber gegangen, ja, um diesen Kontrast ein bisschen zu verstärken. Gerade so die Oberlefze, also genau, bin ich mit Weiß ein bisschen drüber gegangen, damit es sich einfach mehr abhebt, damit das Ganze plastischer wirkt. Ja, das ist eine Herangehensweise, wirklich viel Weiß, vor allem auch Schwarz für den Schatten zu verwenden. Ich weiß, dass da nicht jeder d'accord geht. Ich habe es auch anders versucht, mit anderen Maltechniken, Möglichkeiten, wie auch immer, und muss ganz ehrlich sagen, dass mir das einfach am einfachsten von der Hand geht. Ja. Mittlerweile bei Aktbildern arbeite ich sehr, sehr gerne mit Blau für die Schatten. Den Tipp habe ich tatsächlich von einer Zuschauerin bekommen. Ist zwar sehr lange her, den habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Ja, ich nehme mir auch Kritik zu Herzen. Also jetzt nicht zu Herzen im Sinne von, also ihr wisst, was ich meine. Und habe das ausprobiert, war schwer begeistert. Ich habe das zwar vorher schon ein oder anderen Mal aufgeschnappt. Ich weiß nicht, warum ich so hängen geblieben bin an Schwarz für Schatten, was sehr unsinnig ist. Wenn ihr ja, irgendetwas seht und
Teil von diesem Objekt im Schatten liegt und schwarz aussieht, ist es ja nicht schwarz, sondern es hat die Farbe von dem jeweiligen Objekt, nur sehr, 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 sehr dunkel, vielleicht sehr nah herangehend ans Schwarze, aber trotzdem, wenn das ein blauer Ball ist, dann wird das ein sehr, sehr dunkles Blau sein, aber nicht schwarz, natürlich. Somit ist mit Schwarz Schattenmalen sowieso weit weg von der Realität und kann man sich ja überlegen. Ja, also wenn ich einen Apfel habe, einen roten, und der einfach so kontrastreich beleuchtet wird, dass eine Stelle und schwarz erscheint, wird die trotzdem nicht schwarz sein, sondern halt sehr, sehr dunkelrot. Und genau das Denken kann ich mir natürlich beim Malen zunutze machen. Ich tue es meistens nicht. Das ist einfach so. Kann man mich gerne dafür judgen, aber ja, ob es Früchte trägt, weiß ich nicht. Bei der Aktmalerei hat es tatsächlich teilweise Früchte getragen. Ja, ich habe mir jetzt hier vom Drachen den Hals dunkelbraun grundiert. Ich habe wirklich sehr wenig Wasser verwendet, gerade mal dazwischen zum Pinselbisschen auswaschen. Ich habe die Acrylfarbe größtenteils deckend verwendet. Ich arbeite so einfach am liebsten mit Acrylfarbe. Hier den Bereich habe ich mir dann mit der Farbe skizziert, das habe ich mir dann zugetraut. Wenn man sich das nicht zutraut, einfach mit Bleistift vorzeichnen. Mir war nur wichtig, dass ich die Position von dem Gebäude habe, wie ich das genau auf dem Bild haben will mit der Größe und wo ich ungefähr den Kopf haben möchte. Das wollte ich beim Skizzieren sehen, damit ich einfach weiß, ob das dann zentral genug ist beim Bild oder nicht. Es gibt auch solche Regeln, die gibt es ja auch in der Fotografie. Wo platziere ich auf einem Bild oder in einem Video den Teil des Motivs, wo ich möchte, dass einfach der Blick gleich drauf fällt, etc. und so weiter. Da gibt es so verschiedene, ja, eigentlich auch Technik oder Regeln, die man lernen kann. Man kann sie auch bewusst brechen, man kann sie unbewusst brechen. Ich gehe da ehrlich gesagt immer ein bisschen auch nach Bauchgefühl, ja, nicht wirklich so nach großartigem Wissen, eher nach Gespür. Kann man machen, muss man natürlich nicht. Genau, aber soweit, so gut. Ich habe, wie gesagt, einfach mir diesen Fuß vom Drachen dann aus der Freischnauze skizziert. Mir dann überlegt, leider ein bisschen außerhalb vom Bildbereich, wie genau ich den Rest vom Drachen zeige oder verstecke. Ich wollte erst den Körper im Vordergrund, quasi unten so beim Felsen, wie wenn der Drache sich raufkraxeln würde, habe mich dagegen entschieden. Der Körper wird verdeckt von diesem Gebäude und man sieht jetzt hier einfach nur den Schwanz vom Drachen, der sich da beim Felsen runterschlängelt, mit dem er quasi das Gebäude umarmt. Und das habe ich auch wieder dunkelbraun mal grundiert, dann eben mit Magenta, mit Kaminrot, mit Gelb und Weiß. Dann bin ich drüber gegangen und habe mich entschieden, dass dann der zweite Vorderfuß hier oben noch das Dach umkrallt. Ich wollte aber, dass die Haltung vom Drachen keine bedrohliche ist, sondern eher wirklich eine Umarmung. Die Interpretation vom Bild bleibt natürlich jedem Betrachter selber überlassen, aber ich persönlich, also nur wenn das einem interessiert, ja, so war es halt von mir als Künstlerin gedacht. Wie man das Ganze sieht, eben wie gesagt, ist dann jedem selber überlassen. Genau, und so habe ich mir dann den Drachen einfach dann Stück für Stück ausgearbeitet. Ja. Ich habe nicht immer im Hinterkopf, wie ich die Wirkung vom Motiv erzielen möchte, ob es bedrohlich oder nicht wirkt. Mich freut immer ein bisschen so die Vorstellung, dass das jeder, der das Bild ansieht, selber interpretieren kann. Manchmal habe ich das aber schon und hier war es mir eigentlich wichtig, dass der Drache nicht gefährlich ausschaut. Also er kann von mir aus auch gefährlich ausschauen, aber nicht als der negative Part im Bild. Ja.
Da gab es auch eine Stelle, ich möchte gar nicht in das Thema Religionen bitte in dem Video da meinen Fuß oder meinen Zeh reinstrecken. Und eigentlich mit dem Grund, warum ich es auch geändert habe, also nicht nur das Video, sondern generell, ich wollte dem Bild jetzt keinen religiösen Touch geben. Ich habe mich am Anfang, wollte ich eigentlich auf dem Gebäude auf der Spitze, die hat ja so eine Spitze, ein Kreuz malen. Das habe ich sofort eigentlich verworfen, weil dieses Drache-Kreuz, das war mir dann zu, weiß ich nicht, Heiliger Michael, Sage, wie auch immer. Also das mag vielleicht für den einen oder anderen extrem weit hergeholt sein. Für mich war es zu nah für die Aussage vom Bild, das wollte ich eben nicht. Das ist etwas, was man sich auch immer überlegen kann. Wie ein Motiv wirkt, ist das eine, das andere, wie es vielleicht auch einfach nicht wirken soll. Und manchmal denke ich dran, ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich mit Leuten drüber rede, was sie sehen bei meinen Bildern oder was sie interpretieren, dass das oft nicht immer sehr nahe meinen Vorstellungen geht. Manchmal geht das nicht so nah an meinen Vorstellungen, aber es ist bis jetzt seltenst in eine Gegenrichtung gegangen, also dass ich irgendetwas bewusst dargestellt habe, um eine Aussage zu erreichen und der Betrachter wirklich das Gegenteil gesehen hat, ja. Und ja, da war mir eben wichtig, der Drache sollte eben keine ja, biblische Negativ Darstellung erhalten, ja. Genau. Ich weiß, ich habe vor ein paar Bilder zurück auch eine Drachenszenerie gewählt. Ich weiß gar nicht, warum sich das derzeit vielleicht häuft. Ich meine, ist der zweite. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, das war ehrlich gesagt eher unbewusst. Ich mal Drachen einfach sehr, sehr gerne. Generell Motive, die mir viel Freiheit erlauben. Und ein Drache als Fantasiegestalt erlaubt mir sehr, sehr viel Freiheit. Genau, ja. Ich habe jetzt hier mit Schwarz auch so eine Art Schuppenstruktur hier im vorderen Bereich eingezeichnet, also quasi den Kehlenbereich, Brustbereich, die sensibelsten Stellen vom Drachen und die restliche Schuppenoptik eher so mit Gelb dargestellt und fast aufgetüpfelt, einfach immer in solchen Halbkreisen. Ihr seht das hier gleich. Genau, ja, so viel zum Drachen. Boah, jetzt habe ich sehr viel über den Drachen geredet. Aber ja, ist eben ein Schritt für Schritt Tutorial oder Tratschen mit Elena. Mich interessiert wirklich das sehr, euer Feedback. Ich habe in letzter Zeit etwas, was ich eigentlich am Anfang meiner Tutorial-Laufbahn gar nicht wirklich wollte. Ich habe lange überlegt, sogar Umfragen in Foren gestartet, ob ich von dem jeweiligen Bild immer zwei Fassungen rausschieße, das Speedpaint und das Tutorial. Und wollte ich einfach nicht. Ich finde, das ist so ein doppelt gemoppelt, weil es ein und dasselbe Video ist. Einmal nur halt mit Kommentar, einmal einfach in hoher Geschwindigkeit. Habe mich jetzt nach Jahren dazu entschlossen, weil ich einfach hin und wieder das Feedback bekommen habe von Zuschauern, die jetzt die Bilder nicht mitmalen möchten, gerne aber den Prozess im Schnelldurchlauf sehen würden, dass sie sich freuen würden. Gibt natürlich auf YouTube die Funktion, ihr könnt euch das, glaube ich, bis in Vierfache, ist es bis zu vierfacher Geschwindigkeit? Ich weiß gar nicht, achtfach, vierfach. Ja, ich muss sagen, das Bild hier habe ich beim Speedpaint teilweise in 32-facher Geschwindigkeit geschnitten, also nicht geschnitten halt, ja. Raus exportiert aus dem Schnittprogramm, wie auch immer. Und genau, damit das halt, und trotzdem ist es 8 Minuten lang, damit es wirklich möglichst komprimiert beim Zuschauer ankommen kann. Und gleichzeitig eben das lange Tutorial, was einfach wirklich nicht schneller ging. Wir sind trotzdem, ich möchte es eigentlich immer gerne in Echtzeit halten, habe es aber auf doppelter Geschwindigkeit. Ich male ja eh ziemlich lahm, weil ich einfach nicht wirklich 2,5 Stunden quatschen wollte. Also das war dann einfach selbst mir dann irgendwo, wo ich mir dachte,
wer von euch möchte das. Aber wenn ihr es möchtet, schreibt es bitte in die Kommentare und lasst mir generell ein Feedback, wie ihr das findet, wenn ich wirklich eine Speedpaint-Variante und eine fast Echtzeit, ja, also bei sehr langen Bildern halt doppelte Geschwindigkeit, aber zumindest fast Echtzeit rausjage, eben mit meinem Gequatsche. Mir wird das einfach wirklich sehr weiterhelfen, weil rein von den Klicks hält sich derzeit die Waage, also es ist fast 50-50. Wenn ich sage, okay, gut, das ist einfach auch euer Wunsch, dann ist das für mich in Ordnung, dann bekommt ihr eben beide Fassungen immer. Und ja, das geht für mich vollkommen klar. Wenn aber natürlich, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr auf das eine oder andere Variante verzichten könnt, dann richte ich mich auch gerne danach. Also lasst es auf jeden Fall gerne raus, ja. Genau, währenddessen eben die Schuppenstruktur auf dem Drachen gemalt. Kann eine sehr mühsame Arbeit sein, das kommt aber auch aufs Bildformat drauf an. Ich habe einmal so eine wirklich sehr detaillierte Schuppenstruktur gemalt auf einer Leinwand, die war, ich möchte nicht lügen, ich glaube 1,50 Meter breit war die Leinwand. Vielleicht 70 cm tief, also lang, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau, aber circa so in dem Dreh. Da kann man schon sehr, sehr viel Zeit verbuttern, bis ist so eine Sisyphus-Arbeit. Deswegen, ja, hier war es nicht so spektakulär. Das Format von dem Papier war A4. Ich verwende für die Videos, wenn ich ein Bild halt auch mitfilme für euch, gerne die Formate A4 und A5. Ja. Einfach weil das einfacher zu zeigen ist. Es wird euch nicht interessieren, euch eine halbe Stunde oder Stunde nur anzusehen, wie ich Schuppen male. Und deswegen mache ich das ganz gerne, ja. Je nachdem, das kann man sich auch ein bisschen überlegen, wenn der Spaßfaktor einem wirklich wichtig ist. Außer natürlich, jemand möchte ein Bild haben und wünscht ein bestimmtes Format, dass man natürlich eins wählt, wenn man sagt, okay, ich möchte eine riesige Echse draufmalen mit wirklich detaillierter Schuppenstruktur. Dann wisst ihr, worauf ihr euch einlässt, wenn ihr das auf einer riesigen Leinwand macht. Ja. Genau, ja, das habe ich eben gemacht. Ich habe hier bewusst stärker die gelbe Farbe verwendet bei dem Arm, weil der sich ja im Vordergrund befindet. Auch ganz einfach, alles, was weiter hinten liegt, wird dunkler, liegt ja mehr im Schatten, wenn es eine Belichtung von vorne gibt. Das kann man sich auch überlegen. Ich habe mal ein Video drüber gemacht, über Licht und Schatten. Könnt ihr euch reinziehen, müsst ihr natürlich nicht. Wenn ihr das natürlich einbinden wollt, also rein theoretisch, wenn zum Beispiel von vorne das Licht kommt, ist alles, was einfach dem Betrachter näher steht, heller als alles, was ein bisschen weiter weg ist. Ja. Und das kann man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gibt aber einfach oft mehrere Lichtquellen. Ihr könnt damit wahnsinnig dramatische Effekte schaffen oder auch nicht. Ich arbeite mittelmäßig viel mit Licht, würde ich sagen. Ich kann da einiges noch an Dramatik zulegen. Vielleicht mache ich das demnächst. Ja, habe ich geile Ideen für die Zukunft. Das sage ich in fast jedem Video. Ja, und setze es immer nur sehr langsam leider um. Ich weiß, Schande über mich. Jedenfalls lustiger Fun Fact am Rande. Ich war heute mit meiner Schwester einkaufen und da gab es von einer Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, ein Airbrush-Set. Ich habe überlegt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Bilder, die halt mit Farbspraydosen gesprüht werden, gibt es echt geniale Bilder. Und ich habe mir überlegt, ob ich das so in dieser kleinen kindlichen Variante, in der Soft-Variante ausprobieren möchte. Und das möchte ich gerne mit euch machen. Das heißt, kann sein, dass wenn ihr dieses Video seht, dass ich in der Zwischenzeit da schon das ein oder andere Video vielleicht ausprobiert habe oder ja, vielleicht auch schon schneide für euch. Ja, dann stehen ja noch ein paar andere Dinge auch an. Ich plane die schon lang. Mich hat ein bisschen einfach auch der Wohnungsbrand da komplett aus der
aus dem Flow geworfen und ich kann so viel verraten, es hat jetzt doch ein halbes Jahr mindestens gebraucht, um halbwegs wieder in den Flow hineinzukommen. Also trotzdem habe ich viel geplant und jetzt kommen eh wieder von September bis Dezember mein Lieblingsquartal und da möchte ich schon wirklich das ein oder andere mit euch gemeinsam machen. Da habe ich einfach wirklich Bock drauf. Ja, genau. Auch natürlich hier beim Schwanz vom Drachen habe ich hier mit diesen gelben Schuppen gearbeitet. Ich finde witzig, dass im Gesamtbild der Drache wirklich eindeutig rot ist, obwohl ich mehrere Farben verwendet habe. Das ist etwas, wo ich am Anfang beim Üben mit Acrylfarbe viel, viel vorsichtiger war mit der Vielfalt der Farben. Ich habe auch gerne, wenn etwas rot war, einfach wirklich nur das Rot aus der Tube verwendet und gut ist. Ein paar Schatten mit Schwarz dazu, eventuell noch ein paar Highlights mit Weiß und fertig. Ja. Dass man ein viel komplexeres, wie soll ich sagen, dass man mit mehr Farben einen viel intensiveren Farbton erreichen kann, bin ich erst später drauf gekommen. Ja. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gut, jetzt wirkt das noch sehr krass gelb, aber ihr werdet das im Gesamtergebnis eh sehen, beziehungsweise habt es schon gesehen. War auch eigentlich witzigerweise ein langes, langes Thema, das ich mit meinen Freunden und Begleitern hatte, Beratern, wie auch immer, Glücksbringern, ich habe hier jetzt noch Magenta drüber eingearbeitet, ich sehe es gerade, damit es einfach nicht zu gelbstichig ist, wie ich meine Thumbnails machen soll, dass man vielleicht nicht immer gleich das fertige Bild sieht, bevor man das Video anklickt. Ich habe aber alle möglichen Ideen mit einem Thumbnail, mit einem Vorhang oder nur mitten im Prozess schnell verworfen, weil ich mir einfach denke, wenn man das Bild nicht sieht, was am Ende rauskommt, weiß man ja vielleicht nicht, ob man es anklicken will und dieses Bild überhaupt mitmalen möchte oder ja, könnte ich natürlich bei den Speedpaints vielleicht ändern. Muss ich mir überlegen. Ja, so. Gut. Ich werde, glaube ich, das Format nicht mehr Schritt für Schritt Tutorial nennen, sondern Plaudern mit Elena. Aber gut, gehört dazu. Ja, ich habe jetzt im Grunde meinen Drachen. Paar Kleinigkeiten hier oder da kann man einfach noch machen. An Highlights, an Details, bis der Drache dann wirklich so stimmig ist, dass man sagt, okay, gut, das passt für mich. Und dann habe ich auch schon mit dem Felsen begonnen. Ja, müsst ihr nicht, ihr könnt auch mit diesem Pavillon beginnen. Ich habe halt einfach mal mit dem Felsen begonnen. Ich habe mit Brauntönen losgelegt. Dunkelbraun, ein bisschen ein Rotbraun, ein Ockerbraun, mich ein bisschen herangewagt. Ich wollte diesen Pavillon ursprünglich in einer Art Ziegelsteinoptik, so eine Backsteinoptik malen, habe es aber dann mitten im Malen verworfen. Manches erkennt man erst entweder, wenn man natürlich ein Video gut plant, vielleicht mit Buntstift ein bisschen, was auch Farben betrifft, vor auf einer Skizze auf so einem kleinen Blatt einmal so ausprobiert, auch wie die Farben zusammenpassen. Soweit geht meine Planung bei Bildern, um ehrlich zu sein, einfach noch nicht. Und ich habe dann hier einfach gemerkt, wo ich um diesen Schwanz von dem Drachen herum gemalt habe, dass das nicht funktioniert. Ich habe einen roten Drachen. Wenn ich jetzt rotbraune Ziegelsteinoptik von dem Pavillon mache, habe ich einen Sumpf aus Eintönigkeit. Das funktioniert nicht. Ich habe hier auch schon ein bisschen grau mit grau das Ganze überdeckt. Okay, das ist halt wirklich noch sehr ähnlich, also es wird ein bisschen so eine dunkle Suppe. Habe mich da aber dann schon entschieden, den Pavillon eher so in Richtung Grau, vielleicht fast silbrig zu machen, weiß zu machen, damit ich da einfach einen Kontrast habe. Und das ist etwas, was man auch in die Planung mitnehmen kann bei einem Bild, dass ich mir einfach im Vorfeld überlege, welche Farben möchte ich verwenden, wie passen sie zusammen, wie hebt sich das im Bild ab, wo ich einfach auch möchte, dass es sich abhebt, dass ich gewisse Kontraste und so weiter einfach habe. Und ja, ich bin da einfach wirklich sehr spontan. Bei mir ist das meistens im Prozess, muss ich sagen, und auch da passieren Fehlentscheidungen. Wenn ich natürlich jetzt mit einem ähnlich dankbaren Medium arbeite wie mit Acrylfarbe,
kann mir das vieles verzeihen, weil ich einfach deckend drüber gehen kann. Klar, wenn ich jetzt einen super dunklen Felsen wie hier mache, wenn ich jetzt eine Schicht weiß drüber gehe, wird das nicht weggezaubert sein, aber ich kann trotzdem noch das ein oder andere ändern. Und ja, somit einfach dann auch anpassen. Manchmal ist die Farbauswahl auch gar nicht so, wie soll ich sagen, manchmal sitzt man nicht vor einem Meer an Farben und denkt sich, oh, die Auswahl ist groß, sondern manchmal schlussfolgere ich auch ziemlich, wie soll ich sagen, gäbe es eh nur wenige Lösungen, weil man sich ja selber einschränkt. Jetzt ist mein Drache in Rottönen gemacht, relativ dunkel. Ich wollte einen Nachthintergrund. Ich hätte natürlich auch eine Landschaft viel mit Grün oder so im Hintergrund machen können. Habe ich nicht. Jetzt war klar, okay, ich kann den Pavillon weder so in diese Rot-Braun-Tonrichtung machen. Ich kann ihn nicht in Blautönen machen. Das wird sich einfach vom Hintergrund nicht abheben. Ja, wenn ich ihn jetzt grün mache und mein Hintergrund in Blautönen ist, der Drache auch relativ dunkel, hebt sich das Ganze nicht ab. Das heißt, ja, es ist gar nicht so komplex, wenn man jetzt in Richtung Farbenlehre, was auch immer denkt, ja, wie wirken die Farben. Das kann man alles mit einbeziehen, keine Frage. Und es ist auch klug, das alles mit einzubeziehen. Wenn man sich aber bei gewissen Teilen des Bildes schon an Farbmuster festsetzt, dann kann man bei anderen Parts einfach vieles ausschließen, was dann nicht möglich ist, weil das Ganze einfach dann insgesamt gar nicht gut ausschaut. Und so entscheide ich mich dann auch manchmal für die ein oder anderen Farbtöne, weil ich mir denke, okay, jetzt habe ich eh nur die Wahl zwischen X und Y, alles andere beißt sich, wirkt nicht gut zusammen, hebt sich nicht ab, was auch immer. So war dann die Entscheidung, den Pavillon grau zu malen. Das heißt, ich habe dieses Dach zuerst in einem helleren Grau einfach einmal ausgemalt, den unteren Teil des Gebäudes mit einem bisschen dunkleren Grau. Ich habe mir da wirklich ein Grau gemischt und habe dann jeweils mit Weiß und Schwarz dazu die helleren und dunkleren Töne gemischt. Das ist gerade bei Grautönen natürlich relativ simpel und mir so diesen Pavillon einfach dann erarbeitet. Ich wollte am Anfang, dass der komplett durchgängig ist, also dass der rundherum Türen hat. Dann hätte man natürlich hinten auch noch den Körper vom Drachen gesehen. Habe mich dann dagegen entschieden und quasi, dass nur auf der einen Seite, auf der Vorderseite, diese drei Tore sind, wie auch immer, mit den Säulen. Und die andere Seite von dem Pavillon aus Wand besteht, also dass man nicht durchschauen kann. Auch diese Überlegung war eine Farbentscheidung. Ich hätte sonst im Hintergrund einfach die Töne vom Drachen nehmen müssen, also quasi den Drachenkörper weitermalen. Und ich wollte eine Tänzerin in die Mitte von diesem Pavillon setzen. Und die Wirkung wäre eine andere gewesen, eine wesentlich, wie soll ich sagen, ihr werdet das am Ende eh auch sehen, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine. Ich kann das immer relativ schwierig in Worte fassen. Es ist wirklich etwas, was ich in den Videos richtig üben muss, weil ich ja bei der Malerei, ich sage immer, ich male ja, um es nicht sagen zu müssen. Und meine Bilder, zum Beispiel das alte Thema mit den Bilder benennen. Ganz treue Zuschauer, die ewig lang schon sich meine Tutorials anhören, werden es vielleicht noch wissen, aber ich habe das, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren schon extrem thematisiert in Videos. Es ist echt für mich ein Graus, meinen Bildern Namen zu geben, ja. Weil würde ich denen Namen geben wollen, dann hätte ich ein Buch über die Szene geschrieben oder ein Gedicht, aber hätte es nicht gemalt. Ja, das ist so für mich so, ja. Ich weiß nicht, ich hatte da in der Vergangenheit auch von wirklich ganz lieben Freunden aller Art einfach da auch Unterstützung. Und ich muss sagen, ich habe einfach in all der Zeit nichts dazugelernt. Also es ist immer noch etwas, was muss ich mir auch ein bisschen alle Haare aufstellen, ja. Genau, deswegen mit einem sehr dunkelgrau bzw. schwarz das einfach ausgemalt. Das ist die Rückwand. Ich hätte da noch Details machen können. Ich habe mir dann gedacht, nein, das ist einfach dunkel in diesem Pavillon.
Das Einzige, was erhellt wird, ist dann die Silhouette der Tänzerin. Und so möchte ich das machen. Das ist für mich dann genau diese Mischung aus Dramatik, Atmosphäre, die ich erreichen wollte. Und das finde ich halt auch immer einen wichtigen Punkt, für wen malt ihr? Klar, wenn ich für einen Kunden male, muss ich mich nach seinen Wünschen, nach seinen Vorstellungen richten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das finde ich immer auch die Thematik, wie weit bleibe ich mir treu, ja? Das ist etwas, wo ich in letzter Zeit immer ein bisschen auch drüber nachdenke, wenn ich Aufträge bekomme. Ich bekomme vor allem halt Aktbilderaufträge. Und manche Kunden haben da eine sehr, sehr genaue Vorstellung. Und ich sage mittlerweile auch dazu gleich bei der Anfrage, ja, das kann ich malen, aber ich werde es in meinem Stil, in meiner Art malen. Weil deswegen kauft man halt ein Elena-Bild und nicht, ja, also wenn man wirklich sagt, es ist mir egal, wer das malt, Hauptsache gemalt, dann kann man zu irgendjemandem gehen, wenn man zu mir kommt, bekommt man den kleinen Touch Elena einfach aufgedrückt, ja. Und das ist inzwischen, dass ich das wirklich bewusst auch am Anfang immer erwähne, ja. Also es ist wirklich das, was man will, ja, einfach ein Stück Elena zu Hause dann hängen haben, ja. Genau, ja. Eben diese Spitze, das war das, was ich am Anfang ein bisschen thematisiert habe. Ich wollte eigentlich wirklich da so ein Metallkreuz draufsetzen. Das war aber nicht dann die Botschaft, die ich passend im Bild fand. Und hätte das Ganze dem ein bisschen auch diese Feinheit, diese Leichtigkeit genommen. Deswegen habe ich es lassen. Soll jetzt keine Anspielung auf die Religion an sich sein, wirklich gar nicht, sondern auf die Wirkung im Bild und die Wirkung für das Gebäude. Deswegen weglassen, das ist auch immer so etwas mit Symbolen etc. Seid vorsichtig, wie das dann auf euer Bild wirkt. Ich rede jetzt nicht von, wie ihr euch darstellt, was für ein Statement ihr gebt, sondern wirklich einfach, wie das im Gesamten aufs Bild wirkt und das Bild verändern kann. Und solche Kleinigkeiten können das Bild wahnsinnig verändern und wahnsinnig, wenn man das anschaut, was einem damit ein bisschen auch suggeriert wird. Und ich habe es in Bildern eingebaut, also es ist nicht, dass ich sage, das ist etwas, was ich auf meinen Bildern nicht haben möchte, ganz und gar nicht. Ich habe es auf vielen Bildern, ich wollte es auf diesem Bild nicht haben. Ich weiß nicht, ich bringe mich gerade mit meinem Gequatsche ziemlich in Teufelsküche, aber ich hoffe, dass ihr einfach wisst, was ich meine. Überlegt euch immer ein bisschen, wo euer Bild hin soll. Ich habe zum Beispiel letztens gesehen ein Bild von einem Künstler mit einer Frau, die eine Rose in der Hand hatte. Und der hat halt wirklich auch das Detail von der Rose, also die Dornen, ausgearbeitet. Und ich habe das so angeschaut und habe mir gedacht, das ist wirklich so eine zarte Frau in Pastelltönen gekleidet mit dieser Rose. Und dieses Bild sollte wirklich, denke ich, auch sehr liebevoll, sehr leicht, sehr blumig rüberkommen. Auch mit dem Hintergrund und so, da war eigentlich nichts Dramatisches, weder von der Belichtung noch sonst was. Auch die Beschreibung vom Bild, ich glaube, es war wirklich einfach nur was Liebliches gemeint gewesen. Und so kam es nicht an. Durch dieses Detail mit den Dornen hat das, ich denke, einen ungewollten, dramatischen Touch bekommen, so blöd es jetzt klingt. Und ich habe mich dann nur gefragt, wie würde das Bild ausschauen, wenn die Frau jetzt eine Mohnblume oder was weiß ich, eine Margarite, ist mir egal, irgendeine andere Blume in der Hand hätte, die einen weniger dramatischen Begleitton hätte. Und ich denke, das Bild hätte einfach komplett anders gewirkt, nur durch dieses kleine Detail. Naja, lange Rede. Ich habe bei dem Dach links das Grau einfach heller mit so einer weißen Schicht angedeutet, rechts dunkler, weil ich mich entschieden habe, von links einfach noch eine Lichtquelle auch ins Bild zu setzen, nämlich einen Mond. Dementsprechend eine kleine Lichtschattenspielerei, die man machen kann. Auf dem Dach eine Art Verzierung, diese verschnörkelten Formen. Die kann man geometrisch genau machen. Ist auch ein schönes Detail, was ich euch empfehlen würde.
Ich habe mich dann doch spontan dazu entschlossen und dementsprechend ist das weder geometrisch genau noch komplett gleichmäßig. War mir persönlich aber egal. Ja. Ich sag's nur dazu, wenn ihr das anders haben wollt, nehmt euch Zirkel, nehmt euch Geodreieck, überlegt euch Formen, skizziert euch das vorher schön, bevor ihr den Drachenkopf malt oder auch nicht, dann ist es halt ein bisschen mühsamer vielleicht. Fertig. Diese verschlungenen Linien, die finden sich einfach am Dach sowie auf der Spitze wieder. Das hat einfach für mich ein bisschen harmonisch dann gewirkt. Genau. Ja. Ich habe die Frage bekommen von einem Zuschauer, wo es sehr, sehr feine Pinsel gibt für wirklich ganz, ganz feine Details. Wie man sieht, nutze ich das sehr häufig an meinen schönen Linien. Tipp Nummer 1, rührt euch die Farbe mit ein bisschen Wasser an. Sie wird dünnflüssiger. Ihr könnt auch diese Pouring-Flüssigkeit vom Acrylic Pouring verwenden. Es gibt einfach Verdünnungsmittel für Acrylfarbe, die die Farbechtheit von der Farbe behalten. Gibt auch viele Künstler, die euch dazu sicher raten, wenn ihr mit Acrylfarbe malt und sagen, verwendet kein Wasser. Ist einfach klar, wenn ich Acrylfarbe mit Wasser mische, dann verändere ich einfach auch die Farbe. In dem Sinn, sie wird einfach dann, ja, geht schon fast ins Aquarellmäßige halt dann hinein. Ja, sie wird einfach wirklich dünner. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einfach diese Deckkraft, die Farbechtheit behalten, dann könnt ihr solche Mittel verwenden. Mache ich nicht, aber man kann. Und wenn ihr sowas zum Beispiel auch verwendet, könnt ihr das nehmen, dann habt ihr die Farbe einfach flüssiger und könnt schöner sehr dünne Linien ziehen. Und zu den feinen Pinseln, ich habe tatsächlich auch ein paar sehr, sehr feine Pinsel. Einerseits gibt es in diesem riesigen Online-Store, für den ich jetzt keine Werbung machen möchte, wenn ihr da schaut, wirklich sehr, sehr feine Pinsel, die sind aber auch relativ teuer. Und ich habe witzigerweise in einem Bastelbüro, alles mögliche Bedarfgeschäft, einen Satz Pinsel, sehr, sehr feine Pinsel mal gekauft in der Backwarenabteilung. So komisch es klingt, zum Bemalen von Torten, Fondant, Keksen und Co. Da gab es vier wirklich sehr, sehr feine. Die habe ich auch gerne verwendet. Irgendwann waren sie einfach nicht mehr so schön und ich habe sie nicht mehr nachgekauft. Aber als Tipp, begrenzt euch nicht nur auf Künstlerbedarf. Manchmal einfach ein bisschen Augen offen halten, auch in anderen Bereichen, wo man aber ähnliches Werkzeug einfach braucht. Genau. Ja, ich habe jetzt bei jedem Torbogen einfach mir so hier diesen Steintorbogen, wie man ihn kennt, angedeutet, einfach mit helleren Grautönen und bin auch hier bei den Säulen einfach alles immer wieder drüber gegangen, bis es mir gefallen hat. So kleine Details bei dem Gebäude, da könnt ihr noch viel, viel mehr machen, viel mehr Steinen, Fugen etc. einzeichnen. Wie ihr das bei den meisten Bildern von mir kennt, irgendwann hat bei mir so diese Detailfreudigkeit ein Ende. Ja? Also es muss beim Spaß dann doch bleiben. Ich habe für dieses Bild ja doch ungewöhnlich lange gebraucht, weil doch nur A4 groß und das Motiv jetzt nicht wahnsinnig spektakulär detailreich ist. Ich bin trotzdem insgesamt fast den ganzen Tag gesessen, halt mit, ja, okay, dazwischen auch Kamera aufladen und so, keine Frage und Pausen. Aber ja, ich mal gern einfach ein Bild für 2 bis 4 Stunden und dann ist für mich auch ein bisschen gut. Ja? Außer ich male jetzt auf einer riesigen Leinwand. Ich meine nur, dass ihr aus den Motiven natürlich auch wesentlich mehr Details rausholen könnt, wenn ihr das wollt. Ja. Ich habe jetzt hier den Boden ein bisschen vertieft bei dem Pavillon, damit das ein bisschen mehr Tiefe bekommt, wo ich dann meine Tänzerin draufstellen kann und mir das hier unten grau angefärbelt. Und das war etwas, das habe ich wirklich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt entschieden, dass ich so Treppen hinunter andeuten möchte. Vom oder zum Pavillon. Ist euch bewusst, dass ich euch schon eine Dreiviertelstunde circa unterhalte? Ist mir heute gar nicht so lang vorgekommen. Und manchmal ist irgendwie, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich euch erzählen soll. Dann kann es sein, dass so nach einer halben Stunde
ich mir dann schon denke, okay, jetzt ist es schon ein bisschen lang. Und manchmal kann ich mich so flüssig mit euch unterhalten, also mit euch, für euch, wie auch immer. Ich habe schon immer den Eindruck, es ist wie wenn ich eins und eins vor euch reden würde. Da geht das einfach wesentlich leichter. Ja, heute ist es mir irgendwie leichter gefallen. Deswegen wäre halt schon irgendwie ein Traum von mir, auch mal Livestreams mit euch zu machen, weil das natürlich schön wäre, eine Direktunterhaltung mit euch führen zu können. Ich weiß auch nie, ob ich Videos als Premiere raushauen soll. Der Chat wird von euch eher spärlich besucht, bis nicht. Deswegen überlege ich halt auch, das zu lassen, wenn die Nachfrage da ist an solchen Dingen. Bitte haut es wirklich raus, ja. Genau. Ich bin jetzt dazu übergegangen, den Hintergrund einmal anzufärbeln. Ja. Das heißt, der Bereich bei den Felsen ist natürlich nicht fertig. Manchmal, das mache ich einfach sehr gerne und den Tipp gebe ich gerne weiter, wenn ihr einen Bereich habt beim Bild, wo ihr einfach unsicher seid oder wo ihr euch gerade denkt, ah, eigentlich überhaupt keine Lust. Damit euch das nicht passiert, es gibt manche, die neigen dazu, manche, die neigen nicht dazu, dass ihr am Ende dann 20 unvollendete Bilder irgendwo liegen habt. Ich mache dann einfach gerne einen anderen Part vom Bild zuerst, wenn das irgendwie möglich ist, und gehe dann wieder dran. Das funktioniert oft, dass das einem dann leichter fällt, man dann anders an die Sache rangeht und mit mehr Ideen, wie man das Ganze dann macht. Den Hintergrund im Nachhinein einzufügen. Ich weiß, manche machen das so, wie ich es normalerweise mache. Zuerst den Hintergrund ist immer so eine Sache. Ich mache den zuerst sehr, sehr gerne, weil ich dieses um das Motiv herum malen einfach nur, sorry, meinen Ausdruck ätzend finde. Ja, ich finde das echt mühsam. Man muss da einfach wahnsinnig aufpassen. Ich habe hier auch reingemalt gekonnt in den Drachen. Ich habe das dann mit Wasser ausgebessert, solange die Acrylfarbe noch nicht getrocknet ist. Also in dem Fall die Hintergrundfarbe lässt sich das ganz gut ausradieren, quasi mit einem feuchten Pinsel. Wäre jetzt der Drache noch nicht trocken gewesen, wäre das dann schon viel problematischer gewesen. Das ist eben dann ein Punkt, wo ich sage, das ist ein Ablauf von einem Bild, den ich ein bisschen mühsamer finde. Ja, wenn ich zuerst den Hintergrund habe, ist es leichter. Wenn ich natürlich ein Bild vorzeichnen möchte, ist es leichter, wenn ich ja, zuerst das Motiv male. Ich kann natürlich auch vorskizzieren, den Hintergrund machen und dann quasi die freigelassene Skizze ausfüllen. Auch das funktioniert nicht immer, finde ich sehr gut. Und ja, muss man ausprobieren. Jetzt habe ich das halt nach längerer Zeit wieder mal so gemacht. Ja, funktioniert am Ende, kann beides. Es ist halt da ein bisschen eine Frimmelei. Genau. Ich habe einfach einen dunkleren Blauton genommen, beziehungsweise zwei verschiedene. Im Nachhinein noch ein bisschen schwarz eingearbeitet. Könnt ihr aber auch ein sehr, sehr dunkles Blau zum Beispiel nehmen. Ja, Hintergrund war einfach eine Art Nachthimmel zu machen. Ich habe davor schon überlegt, eine Landschaft im Hintergrund zu machen. Das hätte dem Bild mehr Tiefe gegeben. Es hätte nicht so flach gewirkt, unter Anführungszeichen. Es hätte aber dem Drachen und dem Pavillon ein bisschen die Show gestohlen. Also jetzt nicht so, dass, ja, vielleicht jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen. Trotzdem hätte das Bild weniger zentriert gemacht und der Blick wäre ein bisschen verloren gegangen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, nein, ich werde das so machen. Ja, auch da könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ich hatte eigentlich auch den Einfall, einen ganz lustigen, den Hintergrund mit Aquarellfarben zu machen. Ich dachte, wenn mein Motiv getrocknet ist, kann ich relativ wild mit Aquarell dann da hinten agieren. Und habe das aber dann lassen. Ich habe das einmal gemacht, das weiß ich noch. Kann funktionieren. Ich finde allerdings, das wirkt dann, als hätte ich mit Photoshop das Motiv auf irgendein Foto oder anderen Hintergrundfoto, ist vielleicht blöd, auf ein anderes Bild draufgesetzt. Das sieht wie nachbearbeitet aus, finde ich ein bisschen. Deswegen habe ich es dann nicht gemacht, aber vielleicht mache ich das wieder. Vielleicht habe ich auch das bei dem einen Versuch nur blöd umgesetzt. Also, ja. Gut, ich schwafel. Ja, schwarz
besonders von den Außenrändern des Papiers hineingearbeitet. Die Seite habe ich einfach auch ein bisschen dunkler gemacht. Warum? Weil wir auf der anderen Seite unseren Mond herplatzieren wollen. Der Mond wirft ja doch ein Licht, deswegen darf die andere Seite generell ein bisschen heller sein, also der Nachthimmel heller sein. Genau, das war so die Überlegung. Ja, was Lichtquellen und so betrifft, da könnt ihr euch wesentlich mehr spielen, da könnt ihr an Dramatik einiges noch auf den Putz hauen. Auch was den Drachen betrifft, dass ihr da wirklich viel mehr mit Licht und schattigen Stellen malt. Das ist das, was ich ein bisschen angedeutet habe. Wesentlich dunkler und heller im Kontrast werden lassen, dann ist das Ganze einfach noch, ja, wesentlich dramatischer. Bei meinem Video heute kann man ein Trinkspiel machen mit dem Wort dramatisch. Ich weiß, keine Ahnung, habe heute einen Lauf, ja. Genau, normalerweise ist es die M-Krise, wobei mir gar nicht jetzt so aufgefallen wäre, dass ich das heute so oft gesagt habe, aber vielleicht habe ich es eh wieder gesagt. Ja, ist halt doch Kaffeeklatsch mit Elena und das finde ich aber eigentlich schön und deswegen denke ich mir, dass auch so Livestreame funktionieren könnten mit mir, weil ich ganz ehrlich, ich nehme diese Audio in einem Zug auf, ohne Skript, ohne irgendwas, ich quatsch einfach mit euch und das könnte ich live, denke ich, genauso. Ja, vielleicht wäre ich am Anfang etwas gehemmt, aber ich glaube, das wird sich dann legen, je nachdem, wie lieb ihr zu mir seid. Ja, genau, um die Spitze von dem Gebäude herum einfach dann meinen Hintergrund gezogen. Das ist etwas, wo ich euch wirklich nur den Tipp geben könnt, wenn ihr im Nachhinein schon einen Hintergrund macht, malt, dann macht das in einem Zug, macht keine Pausen, lasst nicht einen Teil trocknen oder so. Die Kanten, die kriegt ihr extrem schwer dann weg, die entstehen, damit ihr diese Pinselstrichoptik einfach vermeidet und dieses gescheckerte, gefleckte. Ja, würde ich da echt einen Zahn zulegen, wenn ihr das macht. Das ist nur meine bescheidene Erfahrung und mein Tipp an euch. Ja, jedenfalls kann man natürlich beim Hintergrund noch mehr machen. Ja, genau. Was ein Vorteil wiederum ist, was ich halt auch gemacht habe, ich habe mir hier Außenränder korrigiert. Das heißt, wenn das einfach keine schöne, glatte, saubere Außenlinie ist, wie bei der, na, bei der, was sagt man beim Drachen? Klaue? Ich glaube, Klaue. Dann kann man das natürlich mit dem Hintergrund schön korrigieren, auch hier beim Schwanz, wenn das hier außen mit den Schuppen einfach ja keine schöne Außengrenze hat. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Kann man aber auch, wenn der Hintergrund schon da ist, einfach dann nochmal drüber gehen mit Farbe, damit das dann sauber ausschaut. Wenn das wichtig ist. Gibt ja auch Bilder, wo das bewusst, wo man bewusst diese klaren Außenlinien komplett bricht. Finde ich extrem interessant. Da gibt es einen Aktkünstler auf Instagram. Name fällt mir nicht ein. Wenn es jemanden interessiert, schreibt es, dann antworte ich das bei eurem Kommentar. Der macht grandiose Aktbilder und da gibt es keine einzige klare, scharfe Außenlinie oder Linie überhaupt, ja, bei den ganzen Gestalten, wie auch immer. Das Ganze verschwimmt immer so mit Linien ein bisschen im Hintergrund. Man kann trotzdem die Figur extrem gut erkennen. Und es hat auch irgendwie einen auf komische Art sehr realistischen Stil. Und irrsinnig interessanter Stil. Das ist auch, also ich bewundere das, wenn Künstler wirklich einen Stil haben. Wenn man im Feed auf Instagram mal durchwischt und auf ein Bild kommt, du weißt einfach ganz genau, das ist der Künstler. Ja. Und ja, das ist eben auch so ein Künstler. Bewundere ich sehr. Gibt ja Künstler, die anderen Künstlern nicht gerne folgen, damit man sich nicht auch im Unterbewusstsein inspiriert von anderen Werken. Dadurch, dass ich einfach kunstbegeistert bin, weiß ich gar nicht, ob ich das könnte, weil ich einfach wahnsinnig gerne anderen Künstlern die Arbeiten von anderen Künstlern anschaue. So kam ich ja auch mitunter zur Kunst, ja. Ich habe mir jetzt hier von meinem Malerkrepp einfach das Ganze als Schablone verwendet. Ihr könnt einen Zirkel auch nehmen oder sonst irgendetwas, Schüssel, Tasse, was ihr bei der Hand habt.
für diesen Halbkreis, für den Mond oder auch nicht. Ihr könnt das freihand machen. Und hier mache ich einfach mit meiner Methode meinen Mond, wie ich ihn einfach am liebsten mache. Das heißt, wenn ihr den Hintergrund schon habt, arbeite ich rein nur mit Weiß. Das tupfe ich auf die Fläche, verteile ich Unregelmäßigkeiten, damit ihr dieses Mondgesicht quasi nachempfinden könnt. Schon ein bisschen verblendet, also es darf nicht zu draufgepatzt ausschauen. Habe ich früher auch gerne gemacht, aber das wirkt nicht so gut. Und dann habt ihr, finde ich, eine schöne Mondoptik auf sehr einfache Art und Weise. Es geht natürlich auch weitaus komplizierter, aber ich möchte wirklich zeigen, wie es sehr, 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 sehr simpel gemacht werden kann. Was ich früher auch sehr, sehr gerne gemacht habe, dass ich hier zusätzlich mit Pastellkreide gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, warum sich das in den Jahren ein bisschen verloren hat. Ich glaube einfach nur Faulheit. Zu faul, um die Pastellkreidenkiste ganz unten aus dem Kasten zu fischen. Und zwar einfach weiße Pastellkreide, bis sie verreiben auf der Fläche und das Ganze verwischen. Vor allem dann nach außen wischen, um diesen Mondschein zu machen. Pastellkreide wirkt dann sehr schnell sehr rauchig und das finde ich passt da extrem. Also es gefällt mir auch sehr, sehr gut. Man kann das natürlich mit Acrylfarbe ein bisschen probieren. Ich habe es hier einfach sehr verwässert und mir hier ein bisschen so die Linien gezogen. Wenn ihr das im Vergleich aber seht, Pastellkreide und Acrylfarbe verdünnt, ist das kein Vergleich. Ja, also das kann man auch machen. Das heißt, man kann durchaus Medien mischen. Ein Thema, das ich schon sehr, sehr lange auch in einem extra Video für euch machen wollte. Ich weiß nicht, warum ich es nie umgesetzt habe. Ja. Vielleicht kommt das noch, ja. Gerade so die Kombi Acrylfarbe und Pastellkreiden kann sehr, sehr viel, finde ich. Ja. Klar, man kann bei Aquarellfarbe auch die Acrylfarbe gut dazu nutzen. Zum Beispiel weiße Acrylfarbe verwende ich gerne bei meinen Aquarellbildern für die Highlights. Das sind so Kombis, die, finde ich, sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Buntstifte, Aquarellfarbe, wenn man einfach mit den Buntstiften ein bisschen Struktur noch haben möchte. Was sind denn so Klassiker-Kombis? Fällt euch noch was ein? Ja. Letztens die ulkige Kombi Buntstifte-Ölkreiden versucht. War lustig. Sieht man auf Instagram. Wenn ihr auf mein Instagram-Profil schauen möchtet, da gibt es einfach immer wieder Bilder, die ich fernab von der Kamera mache, weil es einfach manchmal schön ist zu malen, ohne die Kamera dabei zu umarmen. Und das poste ich dann auf Instagram. Das gibt es dann nur exklusiv dort. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne dort folgen. Ja, paar Sterne habe ich vorsichtig drauf getupft. Ich weiß, dass es so Techniken gibt wie mit der Zahnbürste und so einem Haarsieb etc. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mag ich ehrlich gesagt nicht, weil dann die Farbspritzer unkontrolliert auf meinem Bild landen. Und auch selbst bei so mühsamen Arbeiten, wenn ihr auf einer riesigen Leinwand einen Sternenhimmel drauf tupfen möchtet, mache ich das inzwischen wirklich lieber per Hand, Punkt für Punkt. Mir ist einmal was passiert, da habe ich auf A2 so die Sternzeichen gemalt, wollte dann eben auch ein paar Sterne neben die Zahnbürste wlutschen, riesen Farbklecks in die Mitte. Seitdem ist mir das irgendwie so ein Trauma und eine Lehre gewesen, dass ich echt das sag nie wieder. Ja, einfach keinen Bock. Also das echt einfach keinen Bock. Da mache ich mir lieber die Arbeit, ist mir egal, als dass ich mir das Bild dann eventuell versauen könnte. Ja. Genau, hier bin ich einfach beim Gebäude, da könnt ihr einfach nochmal drüber gehen, um auch ein bisschen mehr mit diesem Lichteffekt zu spielen. Einfach Bereiche, wo das Mondlicht mehr drauf fällt. Auch da kann man mehr Details einfügen. Ein bisschen wollte ich das einfach machen, dass das da noch so eine schöne Wirkung hat. Ja. Genau, soweit auf jeden Fall so Fruchtgummi hier bei den Säulen. Säulen sind sowieso etwas, was ich absolut liebe, also auch bei Gebäuden. Wir haben auch mal gewohnt in einem Haus, das zwei Säulen, eine im Außenbereich, eine witzigerweise innen hatte und mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen. Ja, das ist so, weiß ich nicht, ja, kann ich schwer beschreiben, aber mir gefällt das eh nicht. Anderen Leuten gefällt Stuck gut oder was auch immer und bei mir waren es immer die Säulen. Ja.
Genau, einfach da ein bisschen noch die Linien nachgezogen und auch hier diese Steine beim Torbogen. Genau, ja, das ist etwas, was einfach dann manchmal, wenn man hinschaut, einem dann einfällt. Ich finde das immer auch von Vorteil, Bild liegen lassen, weggehen, macht eine Pause, schaut am nächsten Tag drauf. Euch wird das ein oder andere einfach noch auffallen, was man da noch machen kann, was man an Details noch einfügen kann. Ja, auch hier finde ich, sollte man die Waage halten, ist nur meine Meinung, weil manche sich dann auch da schnell verlieren und man ewig unzufrieden mit dem Bild bleibt. Das ist eigentlich etwas, was die Schwierigkeit ist, einer der wenigen Schwierigkeiten, die ich tatsächlich nicht habe. Ich bin dann schnell auch dabei, dass ich sage, so, das Bild ist für mich jetzt einfach fertig. Und auch wenn andere Leute da vielleicht das ein oder andere noch machen würden, also für mich ist es jetzt gegessen und gut ist. Und genau, ja, also gut, zu dem Thema Bilderfehler habe ich eh auch schon sehr, sehr oft was gesagt. Ja, jetzt wollte ich eben hier so Art Stufen noch hinunter machen. Das geht wesentlich feiner und eleganter. Ich wollte es wirklich nur ein bisschen angedeutet haben und simpel, dass auch jeder das mit mir malen kann und keiner verzweifelt. Das Bild insgesamt würde ich doch schon teilweise sagen, ist ein bisschen fortgeschrittener. Also der blutigste Acrylmalerei-Anfänger kann dran vielleicht verzweifeln, je nachdem. Deswegen, ja, trotz allem bisschen einfacher gehalten, aber die Linie von den Stufen können natürlich auch deutlich feiner ziehen. Und wie gesagt, wenn die Farbe ein bisschen verdünnt ist, zieht sich da auch die Kante dann einfach schöner. Ja, trotz jetzt vielleicht nicht so feinem Pinsel. Ich weiß, ich werde immer wieder weiterhin mit den Pinseln gefragt. Ich glaube, ich habe sie aber schon in der Videobeschreibung mittlerweile. Jedenfalls ist eine unbezahlte Werbung. Ich wollte eigentlich Marken nicht nennen, weil ich so oft gefragt werde. Das ist ein Schulpinselset von Faber-Castell. Nichts Spektakuläres. Ich mag sie trotzdem irre gerne. Ich habe sündhaft teure Pinsel. Ich verwende sie nie. Sie sind mir immer zu schade. Ich liebe dieses Set von Faber-Castell. Das ist einfach so. Zwischen den Stufen kann man dann noch was malen. Ich suche gerade nach dem richtigen Wort. Ja, so ein Geländer zum Festhalten. Bis sie andeuten. Ich habe mir das recht hier dunkel gemacht, dann mit Weiß drüber gegangen. Ja, ich habe dann gedacht, weiß nicht, ob das dann ein Stück Mauer ist oder nicht, kann sich der Betrachter aussuchen. Ich wollte das wirklich nur gerade ein bisschen andeuten. Dadurch, dass ich natürlich auch im kleinen Format male, ist das mit Details einfach auch ein bisschen schwieriger und ja, für mich hat das dann einfach auch so gepasst. Dann war natürlich auch das Ding mit dem Übergang zu diesem Felsen, den ich dann doch auch wirklich mit Brauntönen gemalt habe, weil der Pavillon sich jetzt sich eh sehr abhebt. Ich wollte nicht den kompletten Felsen in Grautönen machen. Kann man machen, wollte ich nicht. Möglichkeit wäre natürlich auch gewesen, da eine Schneeoptik einzubauen, so wie ich meine Schneeberge mal mit der Spachtel. Könnt ihr euch ja anschauen in den betreffenden Videos. Ich glaube, ich habe allein schon zwei Berge malen Tutorials auf dem Kanal. Und habe mich dann trotzdem entschieden, dass das felsig ist, wenn sich quasi das Schwanzende vom Drachen jetzt nicht 100% vom Felsen abhebt, spielt das für mich in dem Motiv keine Rolle. Das muss man einfach immer auch entscheiden und abwägen. Ja, und hier habe ich aber genauso gearbeitet, wie ich meine Berge einfach gerne male. Das heißt, ich kann eine Grundfarbe nehmen, damit das mal ausmalen und dann nehme ich eine hellere und eine dunklere. Eine Seite von diesen kleinen Abschnitten einfach hell, die lichtzugewandte und die lichtabgewandte dann dunkler herausarbeiten. Und so habt ihr gleich eine wesentlich räumlichere, felsigere Optik. Da gibt es andere Möglichkeiten. Ich habe mich einfach für die jetzt entschieden. Und wir können in der Zukunft das dann auch gerne gemeinsam dann nochmal anders machen. Ja, das war einfach nur eine Variante. Ich habe da
dann auch ein bisschen Weiß zur Hilfe genommen, das allerdings sehr, sehr stark verblendet. Also ich wollte nicht, dass das wirklich irgendwie so in den Schneebereich geht, sondern ihr seht das eh so weit verblendet, dass es einfach nur sehr rauchig erhellt einfach wirkt. Und ja, ich glaube, man erkennt, was ich meine. Das ist halt ja eine Möglichkeit, das ist eine sehr, sehr vereinfachte Möglichkeit auch, das ist mir schon klar. Ich glaube aber, dass ja, dass das in dem Sinn einfach da gut hergepasst hat. Ja. Auch hier im unteren Bereich genau dasselbe Prinzip. Rotbraun genommen, dunkelbraun genommen und das gemacht. Auch hier könnte man natürlich den Felsen ein bisschen begrünen mit Pflanzen, Details einfügen, je nachdem. Habe ich nicht gemacht, kann man aber. Ja. Wäre mir aber, ich habe witzigerweise das Grün sogar auf der Palette gehabt, hätte ich nehmen können, wollte ich aber nicht. Das wäre das Fünkchen mehr Farbe gewesen, was mir zu viel gewesen wäre. Genau, ja, auch hier mit Weiß einfach ein bisschen Wasser, man kann das schön verblenden, solange die Farbe noch nicht getrocknet ist. Und ja, genau. So hat das dann für mich gepasst. Gerade bei Felsen, bei Steinen finde ich, das ist eine riesenschöne Möglichkeit, mit der Spachtel zu arbeiten. Habe ich jetzt nicht, weil das einfach auch auf so einem kleinen Bild fast ein bisschen lächerlich ist. Aber das macht eine schöne Struktur, die auch dann sehr realistisch wirken kann. Und ja, das seht ihr eh in meinen Videos, wo ich einfach Berge zeige, wie ich Berge mal. Ist im Grunde auch keine neue Technik. Ihr kennt das alle von auch eine unbezahlte Werbung von den Bob Ross Videos. Das ist einfach so dieses Acrylmalerei 1x1, was man nutzen kann, was viel Spaß macht, sehr simpel ist und einen tollen Effekt hat. Ich habe mir dann den Innenbereich vom Pavillon noch ein bisschen angedunkelt. Kann man sogar noch intensiver machen. War mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Und mich eben entschieden, meine Tänzerin da hineinzusetzen in die Mitte. Und dann mich noch kurzerhand für ein Detail entschieden, was die Bedeutung von dem Bild betrifft, unglaublich wichtig war. Ich weiß nicht, warum mir so wichtig war, dass man den Drachen nicht als Bedrohung sieht, sondern die Bedrohung eher von außen. Ich habe mir dann überlegt, Schatten außenrum zu machen. Ja, ein bisschen so Harry Potter angehauchte Dementoren. Das war mir dann doch ein bisschen zu krass und mich einfach für so einen dunklen Rauch von unten entschieden. Ich wollte, dass es wirklich so wirkt. Der Pavillon ist ja auch schief, als würde der Drache das ein bisschen festhalten. Ja. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt. Es wird sicher vielleicht den einen oder anderen Betrachter geben, der das anschaut und einfach anders interpretiert. War mir jetzt einfach auch noch wichtig. Ich fand das auch einen schönen Abschluss nach unten. Und ja, die habe ich wirklich einfach nur, ihr seht das eh, zuerst mit dunklem Grau aufgetupft. Dann bin ich mit ein bisschen helleren Grau locker drüber gegangen, immer wieder dazwischen dunkle Stellen einfach überlassen und dann noch einmal mit Weiß. Ja. Ähnlich wie wir Wolken malen, kennt ihr vielleicht von den Videos, wo es einfach einen Wolkenhimmel bei mir gibt. Das war jetzt auch schon öfter, deswegen möchte ich da gar nicht so viel mehr ins Detail gehen. Und ja, ob das jetzt so Wolken sind, Rauch, je nachdem. Wahrscheinlich eher so fast wolkenmäßig. Rauch wäre noch ein bisschen lockerer. Das kann man jedem dann überlassen. Das war aber etwas für mich, was das Ganze dann noch ein bisschen vervollständigt hat und mir einfach ganz gut gefallen hat. Ja, genau, einfach so locker aufgetupft. Kann dann nochmal mit Weiß drüber gehen oder auch nicht. Ja, dann ist mal das Malergrepp abgezogen worden, das habe ich nicht mehr gebraucht. Wo alles trocken war, habe ich mich dann entschlossen, eben hier noch die Silhouette reinzusetzen. Ihr könnt euch eine Schablone selber machen, ihr zeichnet auf dem Papier die Silhouette, die ihr haben wollt, schneidet das Ganze aus und legt das dann auf euer Bild. So ist eine Möglichkeit. Ich habe das freihand gemacht. Ja, ob das so schlau immer ist, ich habe das ganz vorsichtig, ihr seht eh hauptsächlich mit einem eher wirklich nur feuchten Pinsel mir mal angedeutet, geschaut, passen die Proportionen so für mich,
Das ist etwas, wenn ihr euch das zutraut, dann macht es. Wenn ihr zu sehr Angst habt und sagt, nein, ich versaue mir mein Bild, dann macht euch einfach selber eine Schablone. Ja, das ist überhaupt, finde ich, kein Ding, was, keine Ahnung, wo man sich schämen oder sonst was muss. Ich finde solche Hilfestellungen für Künstler, da gibt es immer so eine Seite an Meinungen, die das Ganze ein bisschen durch den Kakao zieht, und ich denke mir immer, wieso? Ja. Ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt, ich habe mir ein Foto gemacht von dem Bild ohne der Silhouette und mir gedacht, okay, jetzt male ich die Silhouette und wenn die nichts wird, dann schneide ich das einfach raus und keiner hat es je gesehen. Das heißt, ja, genau. Man versaut sich ja nicht gerne freiwillig das Bild und das ist ein bisschen ein Risiko, sowas zu machen. Also von daher, ja, ist sie natürlich in sehr kleiner Größe, deswegen auch gar nicht so leicht. Und ich habe hier, ihr seht eh, einfach wirklich nur mit einem nassen Bild, nassen Pinsel mir angedeutet, die Proportionen, ob das einfach dann passt und stimmig ist. Und bin dann einfach mit sehr, sehr stark verdünntem Weiß hergegangen und habe mir hier mit ganz vorsichtigen Linien die Silhouette angedeutet, mehr nicht. Das kann ruhig so eine Ballerina-Tänzerin sein. Ihr könnt aber auch was ganz anderes malen. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, so eine Art Podest zu machen, wo irgendein Stein, ein strahlender drauf liegt oder was auch immer. Hätte aber dann natürlich eine ganz andere Bedeutung gekriegt. Ja, der Drache, der einen Stein beschützt, oder eine Tänzerin, ist dann wieder ein bisschen was anderes. Ich wollte einfach, dass er hier was wesentlich Kostbareres beschützt als Materielles. Ja. In dem Sinn eben Menschenleben, ja. Oder je nachdem. Ja. Ich weiß nicht, ob einfach dieses Schöne und das Biest-Klischee sich einfach so heftigst bei mir verankert hat. Ich weiß es nicht, ja, warum mich das einfach immer wieder irgendwie in den Bildern trifft. Ja, ihr seht das hier eh, einfach weiße Acrylfarbe verdünnen mit Wasser und hier wirklich sehr, sehr vorsichtig fast eher so diese Außenlinien, schon auch ein bisschen die Fläche, aber sehr locker, sehr wenig mit Wasser verblenden. Das darf, ja, je mehr ihr da macht, desto noch mehr müsst ihr machen und desto mehr verliert sich das. Ich weiß nicht, also ich habe mir kurz überlegt, ob ich so eine Frau male und wirklich ausarbeite, also wirklich mit den Farben alles, nicht nur das bei einer Silhouette belasse. Und ich glaube, das hätte das Bild kaputt gemacht. Ich sag's wie es ist. Ich glaube, das hätte die ganze Atmosphäre etc. einfach zerstört. Genau. Ja, bisschen weiß, vorsichtig. Also ich verdünne es lieber zu viel und gehe noch einmal drüber, anstatt dass ihr gleich zu viel nehmt und dann sieht das nicht gut aus. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ich traue mir das nicht zu freihand, nehmt eine Schablone, fertig und das Ganze ist getan. Oder irgendwelche Proportionshilfen. Ja. So, jetzt habe ich euch wirklich ein Ohr abgekaut. Vielen, vielen Dank für jeden, der bis daher dabei geblieben ist. Fühlt euch geknuddelt, bleibt gesund. Alles Liebe, bis zu einer neuen Folge. Tschüss!